Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Teschendorf Naturfotografie. Wir sind heute mal ein Stück weit gefahren, um ein besonderes Naturphänomen zu fotografieren und euch zu zeigen. Und zwar sind wir in der Ribemask, und zwar bei der dänischen Stadt Ribe. Wenn man das sehen kann, ganz hinten im Hintergrund sieht man den Dom von Ribe, ganz bekanntes Bauwerk. Hier ist, wie ihr deutlich sehen könnt, nicht viel, bis auf Annika ein Auto. Und hier geht es wieder los mit nicht viel. Und zwar sind wir hier, um Sortsol zu sehen. Sortsol ist quasi auf Dänisch schwarze Sonne. Und das sind Stare, die sich in riesengroßen Schwärmen mit bis zu rund 500.000 Tiere zusammenfinden, um hier zu ihren Schlafplätzen zu fliegen. Und unterwegs sind einige Raubvögel, die versuchen, dort dann Beute zu machen und dann als quasi als Abwehr für diese Raubvögel fliegen die Stare in ganz, ganz großen Gruppen und versuchen, die damit zu irritieren und machen das so Flughundstückchen. Ja, wir hoffen, dass wir da ein bisschen was sehen können. Wir haben eben gerade schon zwei ja, so halbgroße Schwärme gesehen. Jetzt ist es ungefähr 18 Uhr. Gegen 6:30 geht das hier los und dann bis zum Sonnenuntergang. Wir haben richtig Glück, weil als wir losgefahren sind, wir haben ehrlich gesagt überlegt, ob wir losfahren sollen, weil das Wetter doch nicht so doll war. Es war recht windig. Es war, ja, ein bisschen ist es jetzt auch noch, aber es war auch sehr zugezogen. Und eigentlich will man ja schon ein bisschen schön gefärbte Wolken haben. Man will ein bisschen halt einen schönen Hintergrund haben. Und das sehen wir. Himmel ist aufgerissen hier an der Nordsee. Wir sind jetzt ungefähr, wenn wir geradeaus fahren, da in die Richtung, dann haben wir noch ungefähr 10 Kilometer. Dann sind wir direkt am dänischen Wattenmeer. Irgendwo da, wo es dann auch nach Rönn rüber geht. Und ja, wir warten mal ab, was der Abend noch so bringt. Und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, die ersten Schwärme sind vorbeigezogen. Noch nichts ganz Spektakuläres, aber doch schon ganz gut. Und einer der älteren Herren, die wir hier getroffen haben, die auch fotografieren, der hat uns dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass die zurzeit ganz untypisch eine Stunde vor Sonnenuntergang sich schon zurückgezogen haben. Das ist wohl sonst länger. Aber wir gucken mal, was hier passiert. Jetzt ist es irgendwie so 20 nach 6 oder sowas, sodass wir noch ein bisschen Zeit haben. Sonne geht gegen 7:45 unter. Wir schauen mal, was hier noch so passiert. Prost. Wartezeit muss natürlich vernünftig überbrückt werden. Und während man sich hier kaum entscheiden kann, welche Wolke man zuerst fotografiert, kann ich euch ja noch mal ganz kurz unser Setup erklären. Wir haben drei Kameras am Start. Zum einen die R5 mit dem 70-200. Dann hat Clemens natürlich noch die R3 mit dem 600er und bei mir baumelt die 6-2 mit dem 100-500. Und letzten Endes sind wir die ganze Zeit am entweder Kamera wechseln oder umfokussieren oder sonst irgendwas, weil die wesentlich näher sind, als wir dachten. Und dann kann man eben sowohl Detailaufnahmen machen, als auch ein bisschen die Landschaft mit einbinden. Also wir sind hier die ganze Zeit am Umswitchen. So, die haben sich jetzt alle dort in dem Schilfgürtel zurückgezogen. Erstmal mal gucken, ob sie noch rauskommen. Ehrlich gesagt hätte ich es ja lieber davor gehabt. Aber das Glück ist mir bisher nicht vergönnt worden und Clemens auch nicht. Von daher warten wir mal ab, ob noch was kommt. Da kommt jetzt mal so ein kleiner Schwung rein. Und dann gucken wir mal, ob noch was geht. Ansonsten fahren wir Richtung Heimat. Thank you.
So, Mignon, wie war's? Ja, war großartig. Wir haben hier richtig was gesehen. Hatten wir gar nicht so richtig erwartet. Wir haben die Stelle empfohlen gekriegt von einem Bekannten, der öfter hier draußen ist. Und da war richtig was los. Wir hatten ein paar größere Schwärme, die sich am Horizont gezeigt haben. Da haben wir, glaube ich, auch ein paar ganz gute Bilder von. Und dann hat sich das alles unmittelbar vor unseren Augen abgespielt. Das war ein bisschen lustig, weil wir gar nicht wussten, was für Material wir eigentlich mitnehmen müssen. Wir haben einmal 100-500er drauf gehabt, 70-200er. Ich hatte das große 600er auch dabei. Das habe ich nachher sehr, sehr wenig gebraucht, weil das einfach zu dicht war. Und ja, für die Flugbilder war das 70-200er tatsächlich mit am angenehmsten. Ja, wir werten das nachher mal aus. Wir haben richtig viele Bilder. Und ja, ihr werdet die sehen. Und dann können wir sagen, Empfehlungen. Dänemark, Tönnermask, Riebemask ist einfach mal ein Ort, wo man hier im Herbst oder im Frühjahr sein sollte, denn hier ist richtig was los. Ja, und mit dem gigantischen Sonnenuntergang, der an der Nordsee ja leider immer ein bisschen mau ausfällt, weil er meistens hinter Wolken ist, verabschieden wir uns für dieses Video, wünschen euch einen schönen Abend und natürlich immer gutes Licht.